Leute, Serplin hier. Heute geht es um wahrscheinlich das größte L, was Sony jemals bekommen hat. Und zwar kommt das neue Baseballspiel, was von Sony entwickelt wird. Day One, ne? Direkt die Sekunde, die es rauskommt. Nicht nur auf der Xbox-Plattform online, ne? Du kannst direkt das Spiel, was besetzt, immer Sony-exklusiv war. Es ist seit der PlayStation 2, soweit ich weiß, auf der Sony-Plattform exklusiv gewesen. Es kommt nicht nur Day One für die fucking Xbox. Nein, das wäre ja zu gut. Das wäre zu einfach. Es ist direkt im fucking Game Pass drin. Heißt, nee, der Game Pass ist schon so ziemlich nichts wert. Das kriegst du hinterhergeschissen so. Ein Game Pass, der hat keinerlei Wert. Und da ist ein fucking Sony-Spiel drin, was bis jetzt exklusiv nur auf der Sony-Plattform erhältlich war. Und das Day One, ohne Kompromisse, ohne alles. Das ist das wahrscheinlich größte L, was Sony jemals genommen hat. Und es hat absolut nichts mit irgendwas zu tun, aber ich find's einfach so witzig, dass dieser Riesen-Publisher dieses fucking L einfach nur nimmt, ne? Das Spiel wird von Sony entwickelt und ist nicht auf deren Plattform exklusiv, so. Das ist seit der PS2, soweit ich weiß, auf deren Plattform exklusiv. Und ja, jetzt erscheint es einfach auf Xbox, direkt im Game Pass. Es ist nicht mal kostenlos, dann noch irgendwie im PSN oder so ein Scheiß. Nein, das ist einfach nur fucking kostenlos, direkt im Game Pass. Ja, ne, der Game Pass kostet irgendwie, wenn du Glück hast, 1 Euro oder so ein Scheiß. Ja, für PlayStation-Nutzer Vollpreis. Es ist traurig. Also, das ist wahrscheinlich das größte L, was ich jemals mitbekommen habe. Es ist halt nicht mehr irgendwie ein schlechter April-Schatz oder so. Könnt jetzt, diesen Moment, auf die offizielle Twitter-Seite von IGN gehen. Seht den gesamten fucking Artikel zu dem Mist. Das ist das wahrscheinlich größte L, was ich jemals eine fucking Firma absehen. Das ist das fucking größte L von einer Firma, das ich jemals gesehen habe. Das ist unglaublich. Dieses L ist nicht nur irgendwie so ein kleines fucking Fuck-up. Nein, das ist sexy. das ist doch eigentlich alles. Danke fürs Zuhören, ne? Deabonniert mich, disliked mich, immer mit dieser verfickten Glocke. Denkt dran, bleibt toxisch und jetzt runter vom Rasen im hohen Sinne. Ja.